Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Black Flag. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind zurück in Nassau. Da hinten steht, glaube ich, unser Baby. Ich weiß gar nicht, wo unsere neue Mission ist. Die ist hier hinten. Jo, die ist da hinten. Hier ist noch ein Schatz. Guck mal hier. Eine Truhe. Darf ich da nicht plündern oder was? Da gibt es auf jeden Fall Ratten und Hühner. So. Und dann gehen wir rüber zum Ausrufezeichen. Na, wir haben gesehen, dass Blackbeard irgendwie Berserkerpfeile können hergestellt werden. Muss ich bestimmt aber freischalten, ne? Buckelwalhaut habe ich nicht. Eine zusätzliche Pistole tragen. Mit diesem Halter kann ich einfach eine zusätzliche Pistole tragen. Knochen der großen Weißen heiß. Wildschweinhaut. Pfeilbeutel. Berserkerpfeile. Herstellen. Hergestellt. Schön. Einen einzigen habe ich hergestellt. Ist ja schön. Das habe ich aktuell. Oder was? Ne, das habe ich, ne? Fünftausend. Freibeuter. Piratenkrummsäbel. Französisches Duellschwert. Offiziersrapier. Pistolenschwerter. Nicht verfügbar. Persische Krummsäbel. Okay. Ja, wir haben gesehen, das Blackbeard kein Pirat mehr sein will, irgendwie. Wir wissen das. Zumindest hat es sich so angehört, oder? Ah ja, hier waren die Schüsse, genau. Ui. Das war's dann wohl. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Patch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt.
Der König will die Verliebte sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockrem auch mit. Was hat der vor, der Penner? Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Puh. Oh, nee. Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los. Was für Pisser! Commodore Chamberlain! Bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und stärkste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht der Königsflagge tragen. Wenn nicht, wären wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Zeig, Commodore! Ich bin hier. 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 Ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar? Ei, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Klar wie Kristall. Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Gouverneur Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Nicht sehen lassen ist aktuell unsere Aufgabe. Die sind sich beim Reingehen auf jeden Fall einig. Ich sehe durch den Regen gar nichts. Guck mal einer an. Da hat wohl der Architekt ein bisschen gefuscht.
Ich dachte, er zieht ihn runter. Genau so dachte ich. Verfressen und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Oh. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauern und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzen wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps. Erstmal ein Sippeln. Der Alarmglocke habe ich jetzt nicht sabotiert. Trotzdem war das eine gute Mission, finde ich. Toll. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Kann ich vielleicht Schnellreise machen? Schnellreise nicht verfügbar. Wäre auch zu leicht. Warten wir, bis das Püppchen da weg ist.
Wo ist denn der andere Stricher? Zum Runterspringen vielleicht etwas zu hoch, oder? Das war doch mal schön und elegant. Jetzt sind die auf jeden Fall überall in der Stadt, diese Pisser, oder? Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Gut. Vier Pulverfässer stehlen. Die sind hier tatsächlich auf der Insel. Okay, fangen wir hier hinten an, oder? Oh, hier ist noch ein Lagerhaus, das ist sogar voll. Fangen wir hier hinten an. Oh. Gut, fangen wir doch hier vorne an. Prima. Hat er wohl nicht gehört. Ach, dann leck mich doch am Arsch, Alter.
Autsch. So. Das blöde Rumgeschleiche hier. Laufen wir einfach mal fix hier rüber. Hier ist immer noch eine Kiste. Hä, ja, waren hier nicht zwei? Mir war so, als hätte ich da zwei gesehen. Kleiner Pisser. Schön, der killt die alle von da oben. Jetzt schießt du auf den Dicken. Und er macht Selbstmord. Das ist doch mal fantastischer Typ. Wieder abzischen. Ganz easy mitnehmen hier. Zack. Ich weiß, Leute, die auf dem Boden liegen, tritt man eigentlich nicht mehr, aber der hat's verdient. Hm.
9, das war eine arme Sau. Don't come back. Jehova, hat er nicht. You there, stop. I'll have your life. Mann. I've got a clear shot. Keep him surrounded. Mann, warum schützt er sich denn nicht? Sollen sie mal alle schön ihren Captain töten. Schlüssel mitnehmen. So. Komm rüber. Kann ich einfach so mitnehmen oder? Super. War doch anonym genug. Okay. Hier waren zwei Lagerhäuser, oder? Nee, eins.
Und hier hinten haben wir jetzt noch ein Fässchen. Da gehen wir gleich rüber. Komm, wir holen uns hier kurz die Kiste vorher. Morgen geht's dann weiter. Schaltet wieder ein. Lasst mir was da. Schön, dass ihr da wart. Und bis morgen. Ciao, ciao.